Hallo ihr Lieben, Rammstedt TV war am Wochenende vom 29. bis zum 30. April mal wieder in der Rammsteiner Innenstadt unterwegs, denn die 16. Westfälischer Leistungsschau stand an. Die Eröffnung übernahm Burgelstein vom Werbering Rammstein und unser Bürgermeister Ralf Hechlau. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt und da ich sicher bin, Sie werden es nicht schaffen, beim Streetfood Festival alles zu probieren. Streetfood war das Stichwort und eine Premiere für die Leistungsschau in Rammstein. Dies und vieles mehr erzählt euch jetzt nun unser Eventplaner Joachim Felker. Ja, wir haben also hier in Rammstein die 16. Leistungsschau des Werberings. Ist eine Dienstleister- und Handwerksmesse, die wir hier organisieren, immer im jährlichen Wechsel mit Landstuhl. Dort heißt es dann Sickingen-Messe. Das sind dieses Jahr ca. 80 bis 90 Aussteller, die also im Haus des Bürgers, im Stadtkern, auf dem Marktplatz ausstellen. Und ganz besonders erstmalig haben wir auf dem Prometheusplatz ein Streetfood-Event. Wir haben also verschiedene Messeschwerpunkte. Zum einen also im Innenstadtbereich, die komplett gesperrt ist, haben wir die Autoschau. Es sind also 6 Autohändler, die also verschiedenste Modelle dort anbieten. Dann geht man weiter auf den Marktplatz. Dort ist neben einem kleinen kulinarischen Mittelpunkt natürlich auch ein bisschen Animation. Dort läuft Musik, dort ist eine Hüpfburg. Dort sind einzelne Aussteller, die ebenfalls ihre Waren feilbieten und ihre Dienstleistungen anbieten. Dann haben wir das Haus des Bürgers, was also bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht ist. Dort geht es dann mehr um Gartenbau, Renovieren, Baufinanzierung. Dort kann man sich informieren. Ein großer Teil ist auch alles, was rund um die Gesundheit geht, ne, ob es das St. Johannes Krankenhaus ist, der Dr. Haug mit seiner Orthopädie oder das ZDR zum Beispiel, ambulante Reha-Maßnahmen, sehr viel Lokopädie. Dieser Gesundheitssektor ist also sehr, sehr groß und ich denke mal eine tolle Sache. Im unteren Bereich, im unteren Foyer bieten wir für unsere Senioren, bieten wir auch Kaffee und Kuchen an im Seniorenraum. Das macht die KJG dieses Jahr. Der Gewinn, der Erlös geht zu einem sozialen Zweck, wird er gespendet. Dann haben wir natürlich die Firma Thum da, die ganz groß aufgebaut hat. Alles, was rund um den Garten ist, mit Gartenmöbeln, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn wir dann weitergehen, kommen wir auf den Prometheusplatz und dort ist erstmalig Streetfood. Dort sind wir auch bis auf den letzten Quadratmeter gefüllt. 25 verschiedene Streetfood-Anbieter bereichern diesen Platz. Und das wird natürlich dieses Jahr erstmalig durchgeführt und war ein absoluter Frequenzbringer und hat sehr, sehr viele Amerikaner hier in die Stadt gelockt. Es gibt also nichts, was es eigentlich nicht gibt. Es ist für jeden kulinarischen Geschmack etwas dabei und das ist die Besonderheit. Und die Amerikaner kennen das aus ihrem Heimatland. Dort ist Streetfood ganz, ganz groß und wir sind angesprochen worden letztes Jahr, ob wir uns das vorstellen könnten, mit der Streetfood GmbH das zu machen. Und da habe ich gesagt, natürlich machen wir und ich denke mal, das ist ein absoluter Frequenzbringer und für die Messe, für die Leistungsschau ein absoluter Gewinn. Für den Laien mal verständlich zu machen, wie viel Arbeit nimmt denn so eine Messe zeitlich überhaupt in Anspruch? Circa 9 Monate. 9 Monate vorher gehen die Anschreiben raus an die Firmen. Es wird das Konzept erstellt, weil ich versuche auch immer wieder regelmäßig das Konzept etwas abzuändern auf die Bedürfnisse der Aussteller. Weil wir wollen unserem Handel, unserem Einzelhandel, unseren Geschäften hier rund um Rammstein und Landstuhl eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren. Also es ist also eine immense Arbeit. Man glaubt nicht, was also an Zeit gefressen wird, auf Deutsch gesagt. Es fängt 9 Monate vorher an mit der Planung. Die Anschreiben gehen raus an die Firmen, dass die ihre Messestände buchen können. Dann geht es weiter, dann, wenn die Anmeldungen reinkommen, es müssen die Verträge geschrieben werden, es müssen die Rechnungen geschrieben werden. Und dann beginne ich dann meistens, ja, im November, Dezember Zeitraum, beginne ich dann mit dem Feintuning. Dann werden die einzelnen Stände am Reißbrett geplant. Dann versuche ich, die Stände so einzuplanen, dass es auch genau in Marktplatz, Prometheusplatz, auch in die Innenstadt reinpasst. Ähnlich wie beim Rheinland-Pfalz-Tag. Das war natürlich eine andere Herausforderung, aber so ähnlich ist das zu vergleichen. Jeder Quadratmeter und jeder Stand wird so eingepasst, wie es hier in Rammstein möglich ist. Sei es in den Straßen, sei es auf dem Prometheusplatz oder sei es hier auf dem Marktplatz. Jede Baumnische wird ausgenutzt, jeder Baum wird als Hinweisschild benutzt und so weiter, dass die Besucher sich wohlfühlen und dass die Aussteller sich auch wohlfühlen. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wenn die Aussteller sich wohlfühlen und ein gutes Geschäft machen, haben wir als Messeleitung oder als Stadt oder als Werbering eigentlich mal alles richtig gemacht. Wenn der Kunde zufrieden ist, darf es der Händler auch sein. In diesem Sinne eine top organisierte Leistungsschau mit vielen kulinarischen Höhepunkten. Wer also nicht vor Ort war, hat leider einiges verpasst. Aber keine Sorge, nächstes Jahr findet die Leistungsschau ja wieder in Landstuhl statt.